Hey Leute, wir sollen uns ein Schild schnappen hier bei dieser tollen neuen Location und dieses dann irgendwo ablegen. Ich habe es mir jetzt geschnappt und versuche es mal abzulegen und zwar hier vorne. Machen wir gleich mal. Muss ich da nur drauflaufen? Oh ja, man muss nichts weiter machen als da drauflaufen. Das war schon. Das war die erste bzw. die zweite Aufgabe. Das erste war ja hier zu landen irgendwo. Das haben wir, glaube ich, alle hinbekommen. Da braucht er keine Lösung für. Hierfür haben wir also das erste Item gleich wieder bekommen. Also insofern weiterhin viel Spaß bei den Aufgaben. Ciao, ciao. Hallo und herzlich willkommen. Kurzes Video. No Sweat Summer. Es geht weiter. Und was brauchen wir für diese Aufgabe? Eine Boogie-Bombe. Und wo finden wir die? Ich will ehrlich sein, ist kein Hexenwerk. Ich habe sie einfach hier in der Kiste gefunden. Das Ding ist ein Floor-Item. Es ist überall unterwegs. Es liegt überall rum. Ihr findet es. Ich weiß, wenn ihr es jetzt sucht, dann findet ihr es nicht. Das ist Fortnite. Das ist Fortnite. Aber was sollen wir mit der Boogie-Bombe machen? Wir sollen einen Charakter damit tanzen lassen. Und da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, die ich euch zeigen möchte. Zum einen haben wir die Möglichkeit, einen NPC tanzen zu lassen. Zack, jetzt geht's ab. Das wäre ein Charakter als Beispiel. Wir haben aber auch die Möglichkeit, einen ganz normalen Gegner, da müsst ihr dann mal gucken, wie das bei euch funktioniert, auch damit tanzen lassen. Also hier, seht ihr, hier ist der Typ, ne? Und jetzt tanzt sogar der Wolf. Jetzt habe ich aber hier komplett alles erfüllt, was es nur gibt auf der Welt, ja? Also diese Möglichkeiten habt ihr. So funktioniert das Ganze. Und seid einfach, das kann ich euch jetzt nur so sagen, seid einfach nur ein Stück weit geduldig, wenn ihr nicht gleich diese Boogie-Bombe findet. Denn ihr wisst ja, wenn ihr sie braucht, dann findet ihr sie nicht. Aber ansonsten kann ich euch das als Tipp geben. Geht hier einfach zu Rocky Wheels. Schaut mal, hier findet ihr so viel Zeug. Das liegt hier alles rum. Ihr habt so viele Kisten. Hier ist immer was los. Da findet ihr. Hier, schaut mal. Hier liegt wieder eine. Okay? Also ist jetzt doch nicht so wild. Und wenn das mit dem NPC nicht funktioniert und wenn das auch mit dem Gegner nicht funktioniert, so wie ich das gerade gemacht habe, dann habt ihr noch eine Möglichkeit, weil es kann ja manchmal sein, ist nichts Neues. Ich weiß, dass manche Fortnite-Aufgaben verbuggt sind. Die funktionieren nicht richtig. Aber hier bei Rocky habt ihr wirklich alles. Und ihr habt ja auch diese Typen rumlaufen. Die würde ich an eurer Stelle auch mal versuchen, weil die tanzen auch. Das ist kein klassischer NPC, den ihr ansprecht oder in eurer Sammlung zum Beispiel habt, sondern einfach nur irgendeine Type, die hier rumläuft. Okay? Also diese Möglichkeiten habt ihr. Das ist die Lösung im Prinzip. Und nochmal, wenn es nicht funktioniert, dann probiert es halt einfach bei dem, bei einem Gegner, bei einem NPC, hier zum Beispiel mit einem Mancake. Also insofern, ich wünsche euch noch viel Spaß bei den weiteren Aufgaben. Und dann würde ich sagen, hören wir uns schon morgen 15 Uhr zur neuen Aufgabe wieder. Spätestens dann. Bis dann. Ciao, ciao. Hey Leute, die Sommeraufgaben gehen weiter. No Sweat Summer. Und jetzt haben wir etwas Besonderes, etwas Spaßiges, was ich euch mal in der Übersicht auch gezeigt habe. Da habe ich ja bei dem ersten Video, wo ich geschrieben habe, alle Sommeraufgaben, mal so eine Übersicht in die Videobeschreibung reingehauen. Da standen alle drinne, frei übersetzt aus dem Englischen. Und eine davon, es trifft natürlich wieder zu. Perfekt, wir sollen hier eine Runde abschließen, nachdem der Counter, nachdem die Uhr hier sozusagen runtergezählt hat. Ich zeige euch das mal. Als allererstes markiere ich euch den Ort. Hier könntet ihr euer Boot da irgendwie nochmal tanken, aber von der Sache her braucht ihr das gar nicht. Das Ding ist relativ voll, es reicht auf jeden Fall für eine Runde. Dann fahrt ihr hier ran und seht hier oben dieses, ja, ich sag mal, diese Zeitzählgerät. Und jetzt seht ihr schon, der Countdown fängt an runterzuzählen und darauf müsst ihr warten. Also nicht gleich einfach losdüsen oder irgendeine andere Richtung, sondern hierher warten, bis der Countdown jetzt runtergezählt hat und dann drehen wir jetzt mal zusammen eine Runde. Ihr habt ja auch einen Boost in dem Boot und so weiter und so fort. Alles cool. Guckt mal jetzt das Feuerwerk. Sehr, sehr cool. Also ich starte mit dem Boost und genauso wie ich es euch im Video auch zum Anfang gesagt habe, ihr müsst darauf achten, dass ihr durch die Tore fahrt und die Dinger sind dann hier so, ja, die leuchten dann so blau. Ah, schaut mal hier. Das ist aber, das sieht aber schon schicki aus, ne? Haben wir gut gemacht. Ich will nicht zu viel Boost jetzt raushauen, weil es ja gar nicht mal so wichtig ist, dass du sozusagen die allerbeste Zeit hast, sondern dass du überhaupt erstmal ankommst, würde ich sagen. Vor allen Dingen gerade immer, wenn das Ganze hier frisch ist und neu ist und alle Gas geben. Aber sehr cool gemacht. Zack, zack, zack. Ich bin mal gespannt. Ihr könnt ja mal eure Rekunde, Runde und Rekord ist Rekunde. Ich habe gerade ein neues Wort erfunden. Also, ihr könnt ja mal eure beste Zeit, meinetwegen, einfach hier mit reinhauen ins Kommentarfeld. Mal schauen, wo ihr seid und ob ihr meine Zeit hier jetzt knackt. Die müsste ja gleich angezeigt werden. Hier bei den Dingern, ja, entweder, hier gibt es ja verschiedene Wasserstände. Ne? Entweder ihr springt drüber oder ihr fahrt dran vorbei. Beides zählt. Aber wenn der Wasserstand gerade so ein bisschen niedrig ist, dann tut man sich in der Regel schwer. Hier kann man außen dran lang fahren, aber wichtig ist, wie gesagt, das Tor hier zu catchen. Und jetzt bin ich schon durch. Jetzt leuchtet die Zielflagge, ihr seht es schon. Bam, ich bin durch mit 1,14. Dann kommt so ein kleines Feuerwerk.
das war meine erste Runde. Man kann natürlich weitere fahren, aber hier nochmal, um euch zu zeigen, 1:14 ist jetzt meine Bestzeit. Ich will es jetzt nicht in die Länge ziehen und nochmal probieren. Haut gerne mal eure Bestzeit mit ins Kommentarfeld. Würde mich interessieren, ob jemand die Minute knackt. Ja, vielleicht unter einer Minute, aber bei meinem Fahrskills kann ich mir sogar gut vorstellen, dass ihr das schafft und ich nicht. Also, weiterhin viel Spaß bei den Aufgaben. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao. Hallo und herzlich willkommen zu diesem kurzen Video. Vorab, vor der Aufgabe, vor 15 Uhr, möchte ich euch kurz mal zwei Locations zeigen, wo ihr die Emotes setzen könnt und sollt. Dafür gibt es, wie gesagt, zwei Locations. Springen wir mal gleich hin. Die erste kennt ihr, glaube ich, schon, weil das ist ja, ich würde sagen, die Hauptlocation, wenn es um die Musik hier geht. Also das kann natürlich sein, dass Rave Cave in irgendeiner Form auch noch eine Rolle spielt, aber ich glaube, das hier sollte schon reichen. Wenn nicht, schicke ich euch nochmal ein Update-Video hoch, aber das hier wird die erste Werbetanzfläche, die erste gesponserte Tanzfläche sein, wo du ein Emote setzt. Was du da für ein Emote setzt, spielt gar keine Rolle. Also du könntest jetzt hier auch ein Spray setzen oder irgendetwas anderes machen oder hier irgendwie mit einem Fahrzeug ranfahren, all das würde schon zählen, ist kein Problem. Entweder ihr macht das hier und müsst dann einfach noch mal ein Stück weitergehen und noch eins machen, weil insgesamt müssten es zwei sein, wenn ich das so richtig gelesen habe. Es gibt aber auch noch eine weitere kleine Tanzfläche und die möchte ich euch jetzt mal ganz kurz zeigen als Alternative zu dieser ersten hier. Ich bin da schon auf dem Weg auch hin, vielleicht kennt ihr sie auch schon, aber ich will sie einfach noch mal zeigen, wir haben ja etwas Zeit. Zack, zack, zack. Und schwupp, hier seht ihr sie schon. Ich markiere es auch gleich nochmal. Hier haben wir nämlich noch eine weitere Tanzfläche. Hier kann man auch ein Emote durchführen. Das war es dann im Prinzip schon gewesen. Das müsste ausreichen. Das ist die Aufgabe dann ab 15 Uhr. Nochmal, wenn es nicht funktioniert, dann lade ich gerne nochmal ein Update hoch. Aber ich möchte euch auch einfach, wie gesagt, die zwei Locations gezeigt haben. Weil ihr wisst ja, Fortnite verbuggt manchmal die eine oder andere Aufgabe. Kann ja durchaus sein, dass dann da was nicht hinhaut. Also hier habt ihr eine riesen Plattform. Okay. Und hier etwas weiter unten am Strand habt ihr nochmal eine kleine Plattform, wo man tanzen kann. Das sind zwei Tanzflächen. Und ansonsten ja, wäre alternativ vielleicht noch irgendwas am Loot Lake los, weiß ich jetzt nicht, kann ich mir kaum vorstellen. Oder auch in Rave Cave, auch da gibt es ja eine große Tanzfläche. Ob die funktioniert alternativ, keine Ahnung. Aber das hier ist ja unsere Hauptlocation, sage ich mal, wenn es jetzt um diesen No Sweat Summer geht. Kann ich mir also gut vorstellen. Die beiden sollten das in der Regel sein. Wenn es passt, Abo und Like wäre nice. Schaut mal auf dem Discord vorbei, schaut mal auf Twitch vorbei, auf Twitter, auf Instagram. Überall könnt ihr mal ein Like und ein Abo reinhauen. Also weiterhin viel Spaß noch und einen angenehmen Restsonntag. Bis dann. Ciao, ciao.